In diesem Video habe ich für dich 5 Unterwasserfotografie-Tipps, damit auch du so eine geilen Unterwasseraufnahmen hinbekommst. Mittlerweile fotografiere ich seit einigen Jahren unter Wasser. Das Ganze hat so als kleines Hobby angefangen, wie so eigentlich alles in der Fotografie. Und irgendwann hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe mir quasi größere Ziele auch gesetzt, war in verschiedensten Ländern unterwegs, wo auch die Unterwasserwelt ganz unterschiedlich und sehr, sehr imposant ist. Und habe mittlerweile ganz tolle Sachen fotografieren können und auch erleben können unter Wasser. Es geht ja nicht immer nur um die reine Fotografie, sondern auch um das Erlebnis an sich. Mit zum Beispiel unter anderem weißen Hai, mit unter anderem Walhai, Mantas, Schildkröten, Delfinen und so weiter. Mich faszinieren vor allem große Tiere, aber alles hat natürlich angefangen mal mit so einer ganz, ganz kleinen Kamera und einfach so beim Schnorcheln. Und ich möchte dir in diesem Video so ganz allgemeine Tipps mal mitgeben, damit du mehr rausholen kannst aus deinen Bildern, wenn du die Kamera mit unter Wasser nimmst. Ganz egal, ob so eine kleine Kamera oder eine große Kamera. Also fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Mein erster Tipp und tatsächlich ein Tipp, den mir selbst ein Unterwasserfotograf gegeben hat, nämlich Steffen Binke, damals als ich in Australien gewesen bin. Vielleicht kannst du dich noch an die Around the World Folge erinnern, wo auch dieses Bild unter anderem entstanden ist. Das waren tatsächlich so meine ersten richtigen Gehversuche auch mit der Kamera, also mit der richtigen Kamera im Wasser, damals noch mit so einem flexiblen Unterwassergehäuse. Und er hat zu mir gesagt, hör auf zu zappeln. Ja, unter Wasser. Also unabhängig davon, dass er gesehen hat, dass ich zappel, einfach generell, sei ruhig unter Wasser, hör auf zu zappeln. Und das sieht man tatsächlich auch bei Leuten, die neu anfangen mit dem Tauchen. Ich möchte mich da auch gar nicht mit ausschließen, dass ich so angefangen habe. Ich glaube, jeder fängt irgendwie so an. Und das muss man dann aber irgendwann, wenn man die Kamera mit dabei hat und man auch probieren möchte, tolle Fotos zu schießen, abstellen. Also zappeln. Vor allem mit seinen Füßen wild umherschlagen, mit den Händen wild umherschlagen, um irgendwie zu manövrieren. Das macht beim Tauchen sowieso keinen Sinn. Beim Schnorcheln hat es noch einigermaßen Einfluss, aber was es vor allem macht, es verängstigt vor allem die Fische, das heißt, die kommen nicht so nah ran. Und wenn du im Weitwinkel fotografierst oder auch zum Beispiel jetzt mit einer GoPro oder einer Actioncam unter Wasser bist, dann müssen die Tiere nah rankommen, damit sie überhaupt einigermaßen formatfüllend im Bild sind. Und das bekommst du nur hin, wenn du ganz ruhig bist. Das heißt, sowohl beim Schnorcheln als auch beim Tauchen, beweg dich möglichst wenig, halte einfach still, so als ob du einfach an der Oberfläche schwebst. Wieso, man kann sagen, ein lebloser Riesenwal, ja, der an der Oberfläche beim Schnorcheln einfach rumtreibt. Du kannst so ein bisschen mit den Flossen hinterhergehen, ja, wenn das Tier sich zum Beispiel ein bisschen schneller bewegt oder sowas. Und natürlich bei Delfinen musst du Vollschub geben oder auch bei einem Walhai musst du richtig powern, damit du überhaupt dranbleiben kannst. Aber es geht vielmehr darum, dass du nicht mit den Händen so rumzappelst, so krass ausatmest und eben, wenn möglich, wenn es sich einfach vermeiden lässt, dich gar nicht bewegst. Einfach nur treiben und einfach nur ganz ruhig atmen. Und wenn möglichst auch langsam ausatmen, damit du nicht so viele Blasen raushaust beim Tauchen jetzt im Speziellen. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Unterwasserfotografie-Tipps, die ich dir geben kann. Je ruhiger du bist unter Wasser, desto mehr werden Tiere an dich rankommen, näher kommen, neugierig sein. Sobald du so ausatmest oder so zuckst irgendwie hin und her, ist es wie ein Angriff für so ein Tier und sofort hauen die ab. Und Fisch ist immer schneller als du. Tipp Nummer 2 ist, probiere ohne Sucher zu fotografieren und auch ohne Monitor. Wenn ich unter Wasser fotografiere, dann gucke ich ganz, ganz selten auf meine Kamera, was ich eigentlich fotografiere. Auch ganz selten achte ich auf den Bildausschnitt, sondern probiere viel mehr nach Gefühl zu fotografieren. Natürlich ist das im Weitwinkel viel, viel einfacher, als wenn du jetzt Makro fotografierst. Und es bedeutet auch nicht, dass du nie auf den Display gucken sollst, aber probier ein Gefühl zu entwickeln für deine Kamera und probier ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sieht das Bild aus, ohne dass du durch den Sucher guckst. Und wenn du immer in der gleichen Brennweite zum Beispiel fotografierst, dann weißt du ungefähr, wie der Bildausschnitt ist und wo ich ungefähr hinhalten muss, damit das Bild so und so aussieht. Und im einfachsten Beispiel kann man sagen, wenn du die Kamera hier hinhältst, wird die irgendwo nach da fotografieren. Und wenn die Kamera hier hinhältst, wird sie irgendwo nach da fotografieren. Aber du hast ja, wenn du unter Wasser fotografierst, die ganze Zeit entweder dein Gehäuse und hier neben mir ist jetzt zum Beispiel mein typisches Unterwassergehäuse, mit dem ich fotografiere. So ein Oschi ist das. Da sind jetzt nicht mal die Griffe und Blitze dran, mit denen ich sonst noch beim Tauchen bin. Das heißt, dieses
dieses Riesenteil hast du und du hast nicht die ganze Zeit die Kraft und vielleicht auch gar nicht den Winkel, das so vor deinem Auge zu halten, damit du da überhaupt reingucken kannst, vor allem beim Schnorcheln nicht. Deswegen probiere ich nach Gefühl zu fotografieren und halte einfach, sagen wir mal, das ist jetzt hier der Fisch, halte einfach ungefähr hin. Und der muss eh nah rankommen. Das heißt, umso einfacher ist es dann, das Tier zu fotografieren. Also ich gucke ganz, ganz selten durch den Sucher durch und probiere das meiste eben nach Gefühl zu fotografieren. Und das kann ich dir auch empfehlen. Und vor allem bei so einem GoPros mittlerweile haben die ja so einen Monitor hinten dran, aber es gab ja jahrelang auch keinen Monitor hinten dran. Das heißt, man hat eh eigentlich blind fotografiert und auch das funktioniert. Bleiben wir mal beim Thema und bei einer sehr interessanten Frage, die mir viele Leute gestellt haben, als ich mal auf Instagram gefragt habe, was interessiert euch zum Thema Unterwasserfotografie? Viele Leute haben gefragt, gibt es eine günstige Alternative, unter Wasser zu fotografieren? Alternative, erstmal ein lustiges Wort, aber wahrscheinlich Alternative im Vergleich jetzt zu so einem großen professionellen, Anführungszeichen, Gehäuse. Und ja, tatsächlich, es gibt eine Alternative, aber die ist nur begrenzt einsetzbar, sage ich mal. Und das ist tatsächlich so eine klassische Action-Cam, mit der habe ich auch angefangen. Ich habe mir jetzt tatsächlich, als ich auf den Malediven war, eine neue GoPro auch mal gekauft, nämlich die 8 Black. Und wollte einfach mal sehen, wie die Quali so ist. Wir hatten in Südafrika, als wir beim Weißen Hai waren, eine dabei gehabt. Und ich fand diesen Bildstabi sehr, sehr gut. Der so alles, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, Hyper Smooth oder irgendwas, Stabilizer, keine Ahnung. Auf jeden Fall stabilisiert er das Bild im Video sehr, sehr gut. Und die Quali ist auf jeden Fall besser als jetzt von der GoPro noch von vor 4 Jahren oder von vor 5 Jahren. Aber man muss dazu sagen, die Quali kommt trotzdem an ihre Grenzen. Und das große, große Problem bei Unterwasserfotografie ist ja das Licht. Beim Schnorcheln kommt man mit so einer GoPro hin. Ich habe auch mal ein paar Testaufnahmen gemacht, weil ich es einfach selber wissen wollte. Und ich zeige euch jetzt, während ich hier spreche, mal so ein paar Aufnahmen, die ich mit der GoPro gemacht habe. Und die sind okay. Es kommt immer auf den Anspruch an. Also für den einen oder anderen ist auch ein Handyfoto mit einem scharfen Hintergrund okay. Der andere sagt, ich will auf jeden Fall einen unscharfen Hintergrund haben. Der andere sagt, Qualität vom Handy ist immer noch scheiße. Wie auch immer. Also jeder hat einen anderen Anspruch. Und für viele Andenkensachen, sage ich jetzt mal, beim Schnorcheln wirklich 0815 Fotos beim Tauchen oder beim Schnorcheln im Speziellen, kann man eine GoPro für benutzen. Alles, was wirklich ein bisschen besser aussehen soll, eine bessere Qualität haben soll und einfach auf einem anderen Niveau ist, kommt man früher oder später nicht mehr drum rum, sich ein Gehäuse zu holen. Und ob das dann zum Beispiel so ein Gehäuse ist, das habe ich mir damals mal geholt für die A6000 hier. Das ist auch nicht so super teuer gewesen. Ich glaube so vielleicht 150, 200 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Vielleicht waren es auch 250, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das in Ägypten mal mit dabei gehabt und habe das ausprobiert. Auch beim Tauchen, das Problem ist, du hast hier keinen Domeport. Das heißt, du hast einen Planeport, also glatt und kriegst auch nicht den vollen Weitwinkel hin. Du bist immer ein bisschen reingezoomt. Auch hier für normale Fotos reicht das, wenn man nicht tief ist, vielleicht nur 4 Meter tief, 5 Meter tief, reicht das. Sobald du ein bisschen tiefer bist, hast du keine Farben mehr und die kriegst du auch später nicht mehr reingearbeitet in Photoshop oder was auch immer. Die sind einfach physikalisch in deinem Bild nicht drin. Und früher oder später, wenn du wirklich tauchst und unter Wasser fotografieren möchtest, kommst du nicht drum rum, dir ein richtiges Gehäuse zu holen mit einem Blitz. Das muss nicht zwingend so ein Mega-Gehäuse sein wie hier. Und das sieht jetzt auch erstmal so groß aus wegen diesem Ding hier vorne, weil das der Domeport ist. Damit ich einen vollen Weitwinkel habe, damit ich verzerrungsfrei im Weitwinkel unter Wasser fotografieren kann. Das muss nicht zwingend sein, aber was du früher oder später brauchen wirst, sind Blitze. Es gibt auch so kompaktere Gehäuse, so wie das hier zum Beispiel, mit dann einem Blitz dran. Aber es muss eben ein Blitz ranpassen. Es gibt verschiedene Übertragungsmöglichkeiten mit Elektrizität oder auch mit Lichtleitern teilweise. Da muss man sich einfach ein bisschen reinfuchsen und dann, ja, ich sag mal so, muss man schon, ich würde sagen, für eine gute Lösung knapp 1000 Euro hinblättern. Ja, nur für Gehäuse und nur für die Blitze zusammen. Dann hast du eine Lösung, mit der kannst du auf jeden Fall tauchen, mit der kannst du tolle Fotos unter Wasser schießen und dann üben, 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 üben. Nur weil du gutes Equipment hast, heißt noch lange nicht, dass die Fotos irgendwie was werden, weil das Wichtigste ist bei allem, dass du erstmal die Technik beherrschst. Dazu gehört dann zum Beispiel beim Tauchen das Tauchen, essentiell auch zu überleben, ja, unter Wasser. Und zum anderen dann aber auch die Technik beherrscht an der Kamera, damit du weißt ungefähr, was stelle ich ein, wie hell dunkel ist es jetzt gerade, bin ich im Weitwinkel oder Makro, was für Fische fotografiere ich auch, sind die eher hell oder dunkel und so weiter und so weiter. Aber da fuchst man sich einfach rein, learning by doing und einfach viel, viel machen, viel, viel ausprobieren. Aber für den Anfang, wie gesagt, so eine Actioncam ist eine Variante bis zu einem bestimmten Limit. Auch hier, das habe ich ja mit so einem Flexible-Gehäuse geschossen. Das funktioniert beim Schnorcheln, das funktioniert beim Tauchen nicht mehr und so ein Bild kriegt man hin, aber man braucht auch Glück und man muss auch ein bisschen dann rumprobieren und ein bisschen Erfahrung einfach auch sammeln, bis es dann klappt. Tipp Nummer 4 ist das Licht. Denn genauso wie über Wasser in der normalen Fotografie mit Luft
ist Licht sehr, sehr wichtig. Es beeinflusst, wie dein Foto aussieht. Also wenn du einen schönen Sonnenuntergang hast, hast du schöne Farben und keine so krassen Schatten, wie zum Beispiel, wenn du in der Mittagssonne fotografierst. Also auch da hat Licht einen Einfluss. Aber unter Wasser gibt es noch einen ganz anderen Faktor, der mit reinkommt. Das ist Farbe an sich. Denn auch wenn du mittags, morgens, abends, wie auch immer fotografierst, völlig egal, sobald du in eine bestimmte Tiefe kommst, fehlen dir Farben. Die erste Farbe, die eliminiert wird, ist die Farbe Rot. Und danach kommt die Farbe Grün. Am Ende bleibt nur noch Blau übrig. Deswegen, wenn du Unterwasseraufnahmen ohne Blitz siehst, zum Beispiel auch jetzt von so einer Actioncam und so weiter, dann kannst du Rotfilter benutzen und was auch immer, du wirst am Ende die Farben vermissen, die du brauchst in deinem Bild. Deswegen ist ein Fisch, ein Feuerfisch jetzt mal als einfachstes Beispiel, der ist ja eigentlich rot-weiß. Wenn der in 8 Meter Tiefe ist, dann ist er nicht mehr rot-weiß, sondern blau. Komplett blau. Der hat blaue Streifen und hellblaue Streifen, da wo weiß ist, zum Beispiel. Das heißt, es ist einfach weg. Die Farbe ist weg. Und die Farbe kriegst du nur hinzu, wenn du Licht hinzugibst, wo alle drei Farben, Rot, Grün und Blau, wieder drin sind. Das ist eigentlich der Sinn, warum man so einen Blitz oder auch eine Videolampe überhaupt benutzt. Nicht nur, um das ein bisschen heller zu machen, weil meistens hat man noch genug Licht bei 8 Meter, 10 Meter, 16 Meter, 18 Meter, wie auch immer, hat man genug Licht. Da ist nicht stockdunkel oder sowas. Man hat noch genug Licht zum Gucken, auch ohne Blitz. Aber was man macht mit dem Blitzlicht, man fügt Farbe hinzu, und zwar Rot, Grün und Blau. Und dadurch bekommt man die Farben von den Tieren hin. Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele, während ich jetzt gerade auch rede. Vor allem bei Nemo-Fischen, bei Anemonen und so weiter, fällt das super auf. Aber auch eben bei so einen Feuerfischen. Wenn ich also schnorchel, wie zum Beispiel jetzt bei dem Bild hier hinten dran, dann kann ich auch mit so einer Action-Cam oder mit einem Gehäuse zum Beispiel ohne Blitze und so weiter fotografieren. Das mache ich dann auch. Ne? Also wenn ich schnorchel, nehme ich keine Blitze mit. Das macht ja keinen wirklichen Sinn. Außer bei einem Moment, als ich zum Beispiel auf den Malediven gewesen bin, wollte ich so einen Hai unten, so einen Schwarzspitzen-Riffhai unten mit Fischen und so weiter und dem epischen Sonnenuntergang in einem Bild haben. Und das funktioniert dann nur, wenn die Sonne so tief steht und so episch sein soll, muss ich die Blende ja sehr weit auch schließen und Verschlusszeit auch dementsprechend anfassen, ISO runterdrehen und so weiter. Dann ist es unter Wasser schon fast dunkel. Da gebe ich dann einen Blitz hinzu. Aber das ist wirklich schwierig mit Blitzen, weil das ganze Zeug wiegt insgesamt locker 50 Kilo oder sowas, das dann auch zu halten beim Schnorcheln, über und unter Wasser zum Beispiel. Also da in den meisten Fällen benutze ich keine Blitze. Aber nochmal zum Verständnis. Wenn es nur ums Schnorcheln geht, brauchst du kein Blitzlicht. Da brauchst du auch kein Videolicht, also keine LEDs und so weiter, weil du eben relativ flach unterwegs bist. Das Bild zum Beispiel hier hinten ist beim Schnorcheln. Deswegen ist die Schildkröte orange. Aber unten drunter ist alles blau, weil dort die Farbwellen quasi nicht mehr hinkommen. Da reicht dann eine GoPro, da reicht so ein Billiggehäuse, sage ich mal. Auch mit dem teuren Gehäuse. Ohne Blitze würde das funktionieren. Und ich benutze auch nicht immer Blitze. Wenn ich schnorchel, benutze ich zum Beispiel keine Blitze. Aber dann, wenn es wirklich unter Wasser geht, also richtig unter Wasser mit Kopf, mit allem drum und dran, tiefer, dann wirst du früher oder später um Blitzlicht oder um Dauerlicht als zum Beispiel LED-Licht nicht drum rumkommen. Und mein fünfter und letzter Tipp ist, fotografiere von unten statt von oben. Und vor allem beim Schnorcheln ist das ein wichtiger Tipp, weil man neigt natürlich dazu, wenn man an der Wasseroberfläche schnorchelt, dann ist man ja oben und hat ja durch seine Lunge auch Auftrieb. Das heißt, nur wenn man die Luft aus der Lunge rauslässt, geht man eigentlich von alleine nach unten. Das benutze ich zum Beispiel bewusst teilweise, um abzutauchen. Also dann atme ich nicht ein, so... und taucht dann unter, weil dann hast du so viel Luft in der Lunge, dass es dich immer wieder nach oben zieht, sondern ich atme bewusst so um die Hälfte aus, dass ich nur noch halb meine Lunge quasi voll habe. Dann tauche ich ein Stück weit unter. Das muss man natürlich ein bisschen üben, aber dann ist es viel einfacher, unter Wasser quasi auch die Höhe zu halten, ohne dass man direkt wieder nach oben gezogen wird. Und dann, wenn ich untergetaucht bin, dann schieße ich auch erst die Fotos. Das heißt, ich probiere nicht von oben drauf zu schießen einfach, sondern probiere, wenn ich was beim Schnorcheln auch habe, runterzugehen oder wenigstens ein Stück weit runterzugehen und dann von unten nach oben zu fotografieren. Und auch beim Tauchen probiere ich immer unter die Tiere zu kommen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Tiere, Fische oder auch Wale, was auch immer fotografiere, probiere ich unter das Tier zu kommen, weil es dann viel, viel imposanter aussieht oder wenigstens neben, also auf direkt eine Höhe zu kommen, wenn es möglich ist. Die meisten großen Fische, auch Haie und so weiter, kommen nicht zu dir, wenn du tauchst, wenn du über ihnen bist, sondern die kommen dann, wenn du auf einer Höhe bist oder unten drunter bist und gucken auch mal ein bisschen näher und dann ist die Möglichkeit, gute Bilder zu schießen. Deswegen, wenn du mal irgendwann unterwegs sein solltest, mal mit Haien oder mit anderen größeren Tieren, man geht eigentlich immer auf den Grund und wartet dort und guckt, was die Tiere machen, auch beim Mantas und so weiter, weil wenn man oben ist, verscheucht man sie eher. Und das ist dann eben nicht nur ein Vorteil, damit sie näher rankommen, sondern auch wegen der Perspektive, weil es meistens imposanter aussieht, wenn man von unten nach oben schießt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps so ein bisschen helfen. Probier sie gerne diesen Sommer mal aus.
toi, 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 wir drücken mal die Daumen, dass das alles wieder einigermaßen funktioniert. Wenn nicht, dann nächstes, übernächstes Jahr, für immer wird das nicht sein. Und wenn du weitere Tipps hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und auch, wenn dich besondere Themen zum Bereich Unterwasserfotografie, zu Kameras, zu meinem Gehäuse vielleicht auch mal, wenn ich das komplett mal vorstellen soll oder sowas, auch mit Blitzen, wie ich das alles zusammenbaue, interessiert, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch! Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Kurz ein bisschen Werbung. Check meine Website lernvonben.de. Da gibt es ganz viele Videokurse, mittlerweile über 20 Stück, die du runterladen kannst, um das Fotografieren oder auch Bilder bearbeiten zu erlernen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.